Im Lande Mordor, in den Feuern des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring. In diesen Ring floss seine ganze Grausamkeit, seine Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Der Reihe nach verfielen die freien Länder Mittelerdes unter die Herrschaft des Ringes. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis aus Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Der Sieg war nahe, doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Und es geschah in jenem Moment, als es keine Hoffnung mehr gab, dass Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Tausende von Jahren blieb der eine Ring verloren. Doch nun gab das Schicksal den Ring in die Obhut des unwahrscheinlichsten Geschöpfes, eines Hobbits, Frodo Beutlin. Mit der Unterstützung seiner Freunde bricht Frodo zu einer gefährlichen Reise auf, ins Lande Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Doch erneut hat sich der dunkle Herrscher Sauron erhoben und voller Rachedurst führt er seine Armee, die nur zu einem Zweck gezüchtet wurde, zur Vernichtung der freien Völker Mittelerdes. Sauron ist nun auf der Suche nach dem, was in vergangenen Zeiten sein eigen war. Sollte Sauron den einen Ring finden, wird er erneut Dunkelheit über Mittelerde bringen. Ja, Freunde, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt auf dem Channel. Und zwar spielen wir die Schlacht um Mittelerde 1, ganz normal Vanilla, ohne Ideen-Mod. Ich hatte einfach mal wieder Bock, die Kampagne neu zu spielen, denn es ist schon wieder sehr lange her. Und ich habe die einfach in meiner Kindheit so gerne gespielt, die ist so genial umgesetzt. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt ohne weitere Umschweife einfach mal direkt in den Einzelspieler, in die Kampagne. Und wir fangen mal mit der guten Kampagne an. Ich will die böse auch noch spielen, aber ich weiß noch nicht, ich meine mich zu erinnern, auf dem Rechner hier hat die böse Kampagne irgendwie ein paar Probleme gemacht. Zumindest als ich sie das letzte Mal gespielt habe. Ab irgendeiner Mission ging es nicht mehr weiter. Wir werden mal gucken. Aber wir starten jetzt erstmal mit der guten Kampagne. Und zwar... ja, wir spielen mal auf schwer, komm. Wird schon schief gehen. Mordor ist das Reich des dunklen Herrschers Sauron. Er herrscht über das Land und alle, die es betreten. Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Heute ist der Halbling Frodo Beutlin der Ringträger. Er wandert in Begleitung einer Gemeinschaft aus Vertretern der freien Völker Mittelerdes nach Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Wow, 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 ganz ruhig. Nicht so hastig. Ja, da sind wir. Wir haben die Gemeinschaft. Alle Helden, Aragorn, Boromir, Gandalf, Gimli, Legolas und die Hobbits. Und die werden wir jetzt direkt auswählen. Ich find's so geil unten mit dem Palantir, ne? Die schönen Filmszenen, ey. Ah, ich lieb's. Dieses Spiel, warum habe ich so lange nicht mehr gespielt? Wahrscheinlich, weil es dann immer umso geiler ist, wenn man es dann wieder auspackt. Okay, wir brechen auf aus Bruchtal Richtung Moria. Let's go. Und die Musik. Oh, ich liebe die Herr-der-Ringe-Musik. Es gibt echt kein Franchise, was ich mehr liebe als Herr der Ringe. Ich bin ja auch übelster Game-of-Thrones-Fan, aber Herr der Ringe toppt für mich irgendwie nix. Das ist einfach Kindheit pur. Okay, jetzt aber wirklich. Abfahrt. Die Minen Morias,
einst eine blühende Zwergenstadt, heute ein mit Orks verpestetes Labyrinth. Sie nennen es eine Mine! Eine Mine! Das ist keine Mine. Das ist ein Grab. Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Ach, und auch die schönen Sprecher aus dem Film, ey. Ach, ich hätte so gerne in Schlacht um Mittelerde 3 oder so. Dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt. Ich meine, gut, Schlacht um Mittelerde 3 ist sehr unwahrscheinlich. Allein schon wegen der Rechtslage, aber... Warum nicht einfach mal wieder ein Herr der Ringe RTS? Macht das doch einfach mal. Ich weiß gar nicht, wer hat überhaupt aktuell die Lizenz? Ich glaube, zuletzt hatte sie ja Dedelic mit Gollum. Da reden wir ja nicht drüber. Aber ich weiß nicht, wer hat sie jetzt? Vorher hatten ja die Jungs von Mordors Schatten oder hier Shadow of War die Lizenz. Jetzt gibt's ja auch noch dieses komische Return to Moria. Das soll aber, so wie ich gehört habe, nicht so geil sein. Vielleicht schaue ich mir das auch nochmal an. Ich bin ja eigentlich sobald Herr der Ringe draufsteht, bin ich eigentlich immer jemand, der es immer ausprobiert. Außer Gollum. Bei Gollum reicht mir das, was ich gesehen habe. So, die Orks haben keine Chance. Dann metzeln wir uns einfach durch. Moment, was waren die Bonusziele? Finde 5 Schätze. Steige mit allen Helden in Level 2 auf. Okay, da muss ich ein bisschen drauf achten. Dass wir alles durchgemacht haben. Dass hier jeder auch schön einen Rang aufsteigt. Wer ist gerade am weitesten? Am weitesten ist wahrscheinlich wirklich Legolas. Einfach weil der die meisten Kills macht durch seinen Fernkampf. Ich schicke die jetzt einfach mal rein. Angriffsbewegung. Schützt die Hobbits. Und eine Fähigkeit können wir machen. Was holen wir uns denn? Helden verursachen 50% mehr Schaden. Das ist für die erste Mission sehr gut. Treibt sie zu! So, jetzt muss ich mich mal dran erinnern. Wo waren denn die ganzen Schätze? Und, warte mal. Ich glaube, das hier war ein kostenloses Level-Up, oder? Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Moment, Gandalf, probier's mal aus. Ja! Genau, warte, hier hinten war auch noch so ein Ding, oder? Ja, genau. Okay, Aragorn. Oder nee, weißt du was? Nee, wir nehmen Legolas. Legolas hat bessere Fähigkeiten. Komm, gönn dir. Dann kann Legolas auch in den Nahkampf gehen. Und für Gimli brauche ich so ein Teil auf jeden Fall auch noch. Dass er seinen schönen Sprungangriff machen kann. So, ich schicke die anderen schon mal weiter vor. Menschen! Angriffsbewegung, los! Noch mehr Orks! Gandalf, du kannst hinten bleiben. Du brauchst am wenigsten Erfahrung. Nun, Legolas, wie langsam bist du denn? Fürchtet die Klinge, Elendis! Hilfe! Oh, Sam! Werf mal lieber Steine. Ich glaube, ich sollte das bei allen Hobbits mal einstellen. Wir sollten zur Pforte von Rohan. Still jetzt! Ich glaube, für die ist es doch besser, wenn sie einfach nur Steine werfen. Sonst überleben die das nicht. Legolas! Hat er das Ding jetzt eingesammelt oder nicht? Gott, der ist ja immer noch nicht da. Legolas! Ich dachte, du bist ein Elb. Du müsstest schnell sein. Come on. Okay, währenddessen kann Sam wieder ein bisschen regenerieren. Hier oben ist noch ein Upgrade. Da ist aber auch ein Höhlentroll. Ich glaube, da warte ich wirklich lieber, bis Legolas wieder da ist. Los, gönn dir. Perfekt. Okay, Frodo ist auch relativ weit. Generell die Hobbits.
Los, komm jetzt, Legolas. Lass mich nicht warten. Oh Gott, er ist so langsam. Okay, ich nehme die Hobbits schon mal. Ich beleg mal ein paar Steuergruppen. Kommt mal alle hier zusammen. Ihr seid meine Nahkämpfer. Hm, eigentlich würde ich Legolas da gerne noch mit reinholen. Warte mal, kann ich? Was ist denn das? Okay, das habe ich ja noch nie gesehen. Interessant. Aber kann ich auch Legolas und dann... Geht das? Nee, dann wähle ich nur die an. Naja, jetzt ist er ja da. So, ihr seid die 2, ihr seid die 1. Und rein! Tötet den Troll! Ein Höhlentroll! Macht ihn weg! Aragorn! Nein, Gandalf, ey! Halt dich zurück! Die anderen brauchen die EP. Okay, er ist down, er ist down. Sehr gut. Und jetzt zu den Orks. Noch einer. Wartet, haltet euch zurück. Ich will das Level abbehalten. Macht sie nieder. Sehr schön. Okay, wer braucht denn? Die sind alle eigentlich relativ weit. Ich glaube, Aragorn hat's am nötigsten. Los, gönn dir. Gönn dir den Rang. Sehr schön. Das Bonusziel werden wir uns auf jeden Fall holen. Ich muss aber noch wissen, wo die 5 Schätze sind. Für unsere Gemeinschaft. Bis jetzt habe ich noch gar keinen gefunden irgendwie. Hier irgendwo? Aber hier gab es auch keine Abzweigung. Na, vielleicht kommt das noch. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern, wo es alles war. Es ist wie gesagt schon sehr lange her. Angriffsbewegung! Attacke! Schnappt sie euch! Ich würde jetzt gern Gandalfs Fähigkeit benutzen. Na komm. Komm, einmal ist kein Mal. Ich werde sie in Schach halten. Vorsicht, Gandalf! Los, puste sie weg! Jawoll! So will ich das sehen. Wir sind bei dir, Aragorn. Ich will den anderen jetzt nämlich nicht die EP klauen. Andererseits ist es halt so geil. Was ist das für ein Ort? Okay, hier oben müssen aber noch Schätze sein. Da ist auf jeden Fall noch ein Level up. Gönnt euch! Aragorn, pass auf! An mir kommt keiner vorbei. Hey, Fernkämpfer, schnappt sie euch! Darüber! Nicht so nah ans Level up. Ich werde mich beeilen. Muss mir das noch aufheben? Oder zählen die Dinger als Schätze? Ich könnte es mir auch vorstellen, dass die als Schätze zählen. Das wäre gut möglich. Okay, ich glaube, die Hobbits kriege ich so gelevelt. Ich probier's mal mit Gimli. Der hat noch am wenigsten. Und hat halt die geilste Fähigkeit. Danach nehmen wir dann Boromir. Wir müssen weiter! Okay, Balins Grab. Hinter diesen Türen lauert das Böse. Nein, wir lassen niemanden zurück. Hier ruht Balin, Fundins Sohn, Herr von Moria. Er ist also tot. Ich hatte es befürchtet. Wir dürfen hier nicht verweilen. Wir müssen weiter. Orks! Sie kommen. Ah! Sollen sie kommen! Es ist immer noch ein Fern in Moria, der noch nicht zu Staub zerfallen ist. Gimli hat einen anderen Synchronsprecher, oder? Kann das sein? Ich glaube, der hat einen anderen Synchronsprecher als im Film. Haarspalterei. Macht sie nieder, los! Dreckige Orks! Oh, da kommt die zweite Welle. Angriffsbewegung! Macht sie weg! Legolas, mach einen Doppelfall! Das hat nicht so ganz funktioniert. Jetzt aber, komm! Flieg und Sieg! Oh, Höhltroll! Dein Ende ist nah! Der Feind ist da! Legolas, zieh dein Auge! Los! Oh, shit! Ah, Boromir, du musst ein bisschen aufpassen, mein Junge! Mach deinen letzten Kampf, den ich habe!
Okay, der Troll ist fertig. Sam, Rückzug! Schützt die Hobbits! Ich bin verwundet. Oh, oh, oh. Langsam wird's übel. Gandalf, puste sie um! Lauf, 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 Mary! Sie suchen den Ring! Frodo, los, schlitz sie auf! Huh, das war knapp. Die kriegen doch ganz schön gut Schaden. Oh nein, Höhlentroll! Höhlentroll, zwei Höhlentrolle! What? Gandalf! Zurück in die Dunkelheit! Hilfe, helft hier! Oh shit, Gandalf! Gandalf, lauf! Lauft! Wow. Nein! Die freien Völker haben versagt. Oh Mann, Gandalf, nein! Echt jetzt? Holy shit. Okay, ich glaube, ich habe den Schwierigkeitsgrad ein bisschen unterschätzt. Holy crap. Muss ich alles nochmal? Okay. Ihr kriegt einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns gleich an der Stelle wieder. Bis gleich. Sie kommen. Ah! Sollen sie kommen? Es gibt noch einen Zwerg in Moria, der noch nicht zu Staub zerfallen ist. Ja, da sind wir wieder. Ich habe jetzt nochmal nachgespielt. Alle sind Level Up, außer Legolas, Frodo und Merry. Die sollte ich auch noch zusammenkriegen. Und diesmal werde ich definitiv mehr Fähigkeiten benutzen. Das lasse ich mir so nicht nochmal bieten. So, Gimli, mach deinen Jump. Gimli? Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. So, jetzt aber los! Spring! Ein zorniger Gimli! Ist ein tödlicher Gegner. Da geht doch. Okay, Legolas ist Level Up, sehr gut. Zurück, zurück, zurück. Legolas, Ziel auf deine Augen. Los, die Brüder. Ist das ein Freund? Aragorn, hinter dir. Du Bestie. Aragorn. Okay, wir haben wieder eine Fähigkeit. Ich nehme den Heal. Oh Gott, der muss erst aufladen. Tötet den Troll. Besser so. Ein bluter Gondor. Noch einer. Ich kriegt mich nicht. Oh, Mary, 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 Mary. Lauf, 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 lauf. Hib ihn. Oh. Frodo. Ich hab ihn. Diese verdammten Hobbits. Ah, die sterben so schnell. Oh nein, die anderen Trolle noch. Schnell. Für Onkel Bilbo. Für Onkel Bilbo, du hast es erfasst. An mir hier kommt keiner vorbei. Aragorn, healen! Sehr gut. Gandalf. Perfekt. So, jetzt noch den letzten Troll. Elende Bestie. Ich werde mich beeilen. Legolas, Doppelfall. Perfekt. Einer weniger. Oh, wir haben überlebt. Zur Brücke von Khazad Dûm. Oh Gott, sind das viele. Zur Tür. Da kommen sie. Schützt die Häuptlinge. Sie sind überall. Oh, sie sind überall. War das schon alles? Noch einer. Gimli, mach deinen Jump. Dein letzter Fuß. 50, 51. Lass mich in Ruhe. Seid ihr sicher, dass ihr Schritt halten könnt, Herr Zwerg? Vorsicht. Ich werde mich beeilen. Höhlentroll. Helft in Schuss. Oh, Gandalf. Wir müssen das Böse vernichten. Zieht euch mal ein bisschen Vorsicht. Zurück, bitte. Ich brauch den Heal jetzt langsam mal. Ey! Pippin! Was machst du? Bist du verrückt? Pippin! Nein! Alter, der hatte noch voll viel Leben. Die Welt breitet sich weiter nach Mittelerde aus. Ey, das gibt's doch nicht. Wie schwer ist das? Boah, das war gemein. Warum hat er sich nicht wegbewegt? Ach, okay, ich lad nochmal. Wir sehen uns gleich wieder. Einen Moment. So, da sind wir wieder. Der gute Gandalf ist mir gerade schon wieder fast verreckt. Also schwer ist schon echt hart, muss ich sagen. Und mir ist gerade mal aufgefallen, als ich gespeichert habe. Ich habe das Spiel zuletzt 2020 gespielt. Holy shit, das ist über 3 Jahre her. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so krass lange her ist. Ey, Frodo, jetzt schrei doch nicht so.
Ich bin verwundet. Gandalf, nicht sterben. Ist Aragons Heal wieder aufgeladen? Ach, Gott sei Dank. Okay, wir haben zweimal die Möglichkeit zu healen. Sollte ja wohl machbar sein. So, schön von dem Troll weglocken. Nicht, dass der mir wieder die Helden one-hittet, so wie bei Pippin. War doch Pippin, oder? Der gestorben ist? Ich glaube ja. So, ich heal euch mal. Treibt sie zurück! Ihre Bosheit muss Legolas, kümmere dich um den Troll! Fürchtet die Klinge Elendils! Meine Ende Axt macht nach. Euch alle einen An Kopf. Mir kommt keiner vorbei. Zeig keine Furcht! Aragorn! Ach, entspann dich. Dem geht's gut. Aragorn ist ein Macher. Sie weichen nicht zurück! Schnell, lauf! Er wird die Sonne nie wiedersehen. Jo, okay, alle sind Level up. Dann würde ich sagen, wen nehmen wir denn? Was ist das für eine neue Teufelei? Ein Balrog von Morgoth. Ein Dämon aus der alten Welt. Die Hobbits schon mal auf jeden Fall nicht. Ein Feind, gegen den ihr nichts tun könnt. Lauf! Es geht gleich los, ich muss erst noch überlegen, wen ich uplevel. Kriegen eh alle erst bei Rang 4. Okay, ich nehme Gandalf. Komm. Gandalf, du kriegst noch ein Level spendiert. So, jetzt aber weg hier. Bevor der Balrog kommt. Nochmal Karte aufdecken. Vielleicht ist hier noch irgendwo was. Okay, es waren die 5 Schätze. Na gut. Zur Brücke. Die Brücke ist nah. Weiter, weiter. Lauft! Lauft um euer Leben! Wo ist Legolas? Hey! Ihr habt Legolas vergessen, ihr Säcke! So was nennt sich Gemeinschaft. Lauft! Die schießen auf uns! Vorrücken! Legolas, mach die weg! Ich werde mich beeilen! Komm, die EP gönne ich ihm noch. An mir kommt keiner vorbei. Ich werde mich beeilen! Komm mal hier hin. Snipe die mal schön weg. Den kann ich hier schön farmen lassen. Und die Helden leveln natürlich auch über die Missionen. Aber daher macht das schon Sinn, Legolas hier ein bisschen auch zu leveln. Oh, oh, Gandalf. Geh mal runter. Okay, Legolas hat guten Job gemacht. Der Ausgang ist nah. Jetzt raus hier. Oh nein. Ein Balrog. Ich kann euch nicht alle beschützen. Führ du sie weiter, Aragorn. Schwerter nützen hier nichts mehr. Okay, 1v1 gegen den Balrog. Und Gandalf ist geschwächt, das ist gar nicht gut. Okay, wir speichern auf jeden Fall mal. Das Risiko hier zu sterben ist sehr hoch. Hier seht das, 10.08.2020. Holy shit. Gandalf! Attacke! Gib ihm Blitze! Du nimm das! Nicht vorbei. Ja, das macht auf jeden Fall gut Damage. Aber Gandalf ist halt wie gesagt auch gut angeschlagen. Zum Glück lädt das hier sehr schnell wieder auf. Na los, komm schon! Trau dich! Gebieter über die Flamme von Arnor! Kann ich die eigentlich auch gegen ihn verwenden? In dieser Welt keinen Platz. Macht nicht ganz so viel Damage. So, komm, jetzt aber nochmal. Rissblitze! Ich bin verletzt. Ich glaube, ich heal ihn mal besser. Da drüben! Ich glaube, den Nahkampf sollte ich lieber nicht gehen. Der Balrog macht mich da, glaube ich, lang. Komm nur!
wenn du Manns genug bist. Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Oh ja, das hat gesessen. Komm, komm. Und jetzt finaler Schlag. Diener des Schattens. Der Balrog von Moria ist nicht mehr. Nach dem Sieg über den Balrog setzte die Gemeinschaft ihre gefährliche Reise fort. Sieg, da ist er. Hat nur 3 Anläufe gebraucht oder so. Oh Mann. Ja, in diesem Universum hat Gandalf den Kampf gegen den Balrog überlebt. Er ist nicht gestorben, kehrt allerdings trotzdem später als Gandalf der Weiße zurück. Und wir haben eine weitere Spezialfähigkeit. Sehr schön. 19.000 Punkte. Mich triggert es ein bisschen, dass da keine 20 vorne steht. Aber ist okay. Ich kann das verkraften. Und wir nehmen alle Helden mit. Sind gut aufgestiegen. Gandalf sogar Level 3. Und Legolas, da fehlt glaube ich auch nicht mehr viel. Legolas einfach MVP. 102 Gegner getötet. Entkommen aus Moria. Eine Spezialfähigkeit. Während sich der Schatten Saurons über das Land senkt, müssen Eomer und seine Reiter die Dörfer Rohans verteidigen. Alles klar, wir gehen als Eomer weiter. Aber Freunde, ich würde sagen, das alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt weiterhin Bock auf das Projekt. Ich bin auf jeden Fall mega dabei. Es ist so lange her, ich habe wieder richtig Bock. Wir werden die Kampagne durchspielen und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zusehen, haut raus und bye bye.